und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt, heute bei der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn. Ich habe Feuerwehrmann Hendrik mitgebracht. Hi. Hi. Und ich frage dich heute ein bisschen auf. Ja. Gerade eben bin ich auf den Hof gefahren und ich habe ein riesen Zahnrad gesehen mit einem Logo, ich glaube Signet nennt man das, und vier Bilder. Und ich weiß noch aus der Grundschule, retten, löschen, bergen, schützen. Das musst du mir kurz erklären. Ja, das ist richtig. Retten bedeutet, dass wir Menschen und Tiere retten, die verletzt sind, die sich nicht mehr selbst helfen können, wo wir dann einfach tätig werden. Dann bergen wir verschiedene Sachen, Sachgüter zum Beispiel, und wir schützen. Zum Beispiel betreiben wir heute ja diesen kleinen Lehrfilm, das kann man da einordnen. So, und dann bleibt löschen. Und jetzt habe ich gelesen, ich musste mich ein bisschen vorbereiten, es gibt verschiedene Brandklassen, und zwar A, B, C, D und F. Ich habe gelesen, hilf mir, wenn ich falsch bin, A ist irgendwie Feststoff, B ist flüssig, C ist Gas, D habe ich nichts zu gefunden. Und F ist Fette und Öle. Das ist richtig. Und jetzt musst du mir erklären, warum sind Fette und Öle so besonders gefährlich? Ja, das Problem ist, die Leute denken, wenn es brennt, dann muss ich mit Wasser löschen. Und das darf ich bei Fett nicht machen. Hendrik, jetzt sagst du, ein Fettbrand darf man nicht mit Wasser löschen. Aber ich habe doch damals im Chemieunterricht gelernt, Feuer, drei Faktoren, Brennstoff, Entzündungstemperatur und Sauerstoff. Jetzt gieße ich Wasser drauf, Temperatur geht runter, Feuer ist aus. Das ist normalerweise auch richtig, aber das dürfen wir beim Fettbrand nicht machen. Denn wenn wir einen Fettbrand mit Wasser löschen, bedingt durch die hohe Temperatur des Fettes, gibt es eine riesengroße Stichflamme. Das glaube ich nicht. Das können wir dir wohl zeigen. Jetzt bin ich bei Frank. Frank ist Experte und Ausbilder bei der Feuerwehr, richtig? Richtig, so sieht's aus. Und du erklärst uns jetzt hier ganz genau, was passiert, weil hinter uns, da dampft und stinkt es schon. Und ich vermute, das ist ein Topf voller Fett. Genau, so ist es richtig. Die Situation, die ich jetzt hier nachspiele, kann natürlich auch zu Hause schnell passieren. Die Hausfrau oder auch der Hausmann ist zu Hause am Kochen. Aus irgendwelchen Gründen wird er abgelenkt von der Arbeit. Er vergisst den Kochtopf auf dem heißen Herd, kommt nach wenigen Minuten wieder zurück in die Küche und oh weh, auf einmal brennt der Inhalt von diesem Kochtopf. Und dann kein Wasser drauf. Das wissen wir? Kein Wasser drauf, weil jeder denkt ja eigentlich, aha, die Feuerwehr löscht ja auch nur mit Wasser, Wasser drauf. Das ist gerade bei dieser sogenannten Fettexplosion ganz verkehrt. Jetzt hat Hendrik gerade gesagt, das geht auf gar keinen Fall, und du zeigst uns jetzt, warum das nicht geht. Genau, ich möchte euch jetzt demonstrieren, was passiert, wenn man Wasser auf brennendes Fett kippt. Okay, und ich gehe davon aus, wir müssen ein bisschen weiter weggehen? Das wäre gut. Abstand ist auf jeden Fall das A und O heute. Dann machen wir das jetzt. So, jetzt haben wir gesehen, wie es nicht geht. Eindrucksvoll gesehen, muss man sagen. Jetzt musst du uns aber noch erklären, was machen wir denn, wenn der eigene Herd brennt? Ja, im optimalen Fall wäre es wirklich, man nimmt einen trockenen Kochtopfdeckel und diesen Deckel setzt man auf diesen brennenden Kochtopf hier drauf. Und jeder weiß ja, ohne Sauerstoff kein Feuer. Also, fassen wir noch mal zusammen. Habe ich einen Fettbrand zu Hause, dann niemals mit Wasser. Wenn es geht, abdecken, Luft raus. Und wenn es gefährlich wird, dann rufen wir unsere Feuerwehr, denn das sind unsere Fachleute. So sieht's aus, alles richtig. Leute, eine Sache haben wir vergessen, damit eins klar ist. Diesen Quatsch macht ihr niemals zu Hause, damit er nicht extra rausfahren muss, wenn ihr Quatsch gemacht habt. Weil er kommt dann, wenn es wirklich gefährlich wird. Und zwar für uns. Okay? Das war's.